Was ist das jetzt hier? Was ist das hier für ein lustiges Spiel, was du hier mit Peter guckst? Guck einfach rein. So. Ja, ja, ich hätte schon angefangen, okay. Aber so. Therapist im Tinnitus aus Magneto. Therapist im Tinnitu, Sado Sig Magneto und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na? John Sinclair Night Talk. Night Talk. Florian Hilleberg ist hier, Ian Rolf Hill. John Sinclair, Autor, Fan kann man sagen auch, durchaus. Ein bisschen, also ja. Du bist ja quasi die Personalunion. Also ich habe das schon oft gesagt, wenn ich Fragen habe zu John Sinclair, dann gehe ich gar nicht ins Internet, da rufe ich Florian an und der sagt mir dann, was Phase ist. Denn das ist jetzt bei der heutigen Personalakte, die wir heute öffnen, sehr wichtig, denn es geht um eine Figur, einen Charakter bei John Sinclair, der jetzt nicht jedem geläufig ist. Nee, ich glaube nicht. Kann man Aber er sagen. Ist schon wichtig, würde ich sagen. Er ist sagen, wichtig. Ja? Wir reden, und beliebt vor allem. Und sehr beliebt bei den Fans. Wir reden von Mandra Korab. Wer ist Mandra Korab? Mandra Korab ist John Sinclairs indischer Freund. Also ist ein indischer Geisterjäger und ist für John Sinclair quasi das, was Will Malmann in Deutschland für ihn darstellt. Er gehört mit zu seinem Netzwerk. Hat John so Leute überall weltweit so verteilt? Im Laufe der Zeit hat er sich ja schon so ein kleines Netzwerk erarbeitet. Ne? Mhm. Er hat seine Leute in Deutschland, er hat ihn in Indien, er hat Marek in Rumänien. Er hat mittlerweile Harry Stahl in Deutschland. Das ist ja jetzt neu. Ne? Ja, und, genau. Aber er hat ja auch, jetzt, wenn wir schon bei den neuen Sachen sind, er hat in Rom die Weiße Macht, den Geheimdienst des Vatikans. Er hat in Südfrankreich die Templer-Enklave, die dort die Augen aufhält und ihm hilft. Und er hat in Amerika auch beim FBI einen Freund sitzen, den Abe Douglas. Also er hat Wie hieß der nochmal früher beim FDR? Was? Barracuda? Joe Barracuda. Joe Barracuda. Joe Barracuda. Das war auch ein geiler Name. Gesprochen übrigens in den Hörspielen von Martin Kessler. Und totgebissen von Xoron. Ja, danke für den Spoiler. Das wissen doch schon alle. Komm. Du weißt auch wirklich jeden Scheiß. So, aber wir reden über Mandra Korab. Ja, wir reden nicht über Joe Barracuda. Genau. Vielleicht machen wir mal eine Personalakte. Ja. Joe Barracuda. Wird sehr kurz, aber egal. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, warum du nicht weißt oder warum du Mandra Korab vielleicht nicht so auf dem Schirm hast. Denn Mandra Korab ist eine der wenigen Figuren, für die Glenda so heimlich geschwärmt hat. Ach, und du spielst darauf an, dass ich ja Glenda so mag. Dass genau. Ich bin ja Team Glenda. Ich glaube, wenn Mandra Korab seine Karten richtig ausgespielt hätte, dann wäre Glenda schon in Indien. Wann war der erste Auftritt von Mandra Korab? Der erste Auftritt ist schon früh gewesen. Das war im 16. Gespensterkrimi. Das ist nämlich interessant. Das war nämlich nur vor der eigentlichen Serie trat Mandra Korab vor der eigentlichen schon Serie, auf. Vor Zuko, vor Dr. Tod, vor Glenda. Vor Zuko? Vor Zuko. Mandra Weit Korab. Vor Zuko. Oh. Weit vor Zuko, Fight for Jane. Also im Prinzip nach Bill, Sheila und Sir James Powell schon der vierte Charakter. Wow, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja. In welchem Roman war das? Das Höllenheer. Das Höllenheer. Das ist in den Classics dann Folge 12 gewesen. Die haben die so ein bisschen vorgezogen, damit sie zeitgleich mit Folge 78 die Todesgöttin herausbringen konnten. Und das war während der, also genau, die kamen dann quasi, da kam Mandra Korab sowohl in den Classics als auch in der regulären Serie vor. Ja, weil er ja vorher in der regulären Serie nie aufgetreten ist. Mhm. Und dann haben die das ja wirklich extrem geschickt gemacht, dass sie seinen ersten Auftritt in den Classics genau zu dem Zeitpunkt gemacht haben, wo er dann auch in der regulären Serie dann wieder auftrat. Weil es gab eine relativ lange Pause dazwischen, zwischen seinem ersten Auftritt in den Romanen. 5 Jahre ungefähr, ne? Ja, genau. Ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht, ja. Ich muss halt nachgucken, dieser Roman nach den 5 Jahren, Invasion der Höllenkäfer, oder Nacht der Höllenkäfer. Ich glaube, Invasion der Invasion war schon richtig. 115. Ne? Ja, man sollte den ersten Impuls richtig geben. Du weißt, und der Roman ist ja nie vertont worden und deswegen haben sie leider, erst das Taschen... Das hat auch ein ziemlich klasse Cover auch, glaube ich. Hat es, ne? Da ist Mandra Korab zum ersten Mal abgebildet. Genau, wie sieht Mandra Korab aus? Also wir blenden das jetzt mal ein, dann könnt ihr das sehen, aber... Ja, wobei ich ja noch ein schöneres Cover mit ihm habe, aber er ist halt schon relativ groß und stattlich, also seine Größe ist jetzt, glaube ich, nie genau benannt worden, aber er ist schon mindestens so groß wie John, also wir sprechen hier von 1,90 aufwärts. Also schon eine sehr stattliche Erscheinung, hat auch so ein Kinnbart und hat auch immer einen 7-fach geschlungenen Turban. Er stammt ja aus einem alten Maharaja-Geschlecht, lebt in Kalkutta, ist schon recht vermögend und lebt dort in so einem kleinen, ich weiß gar nicht, ob man das Palast nennen kann, aber schon relativ geräumigen
Man kann eigentlich sagen, Mandra Korab ist KBBD, sozusagen, oder? Ja. Wenn ich so an KBBD in dem James Bond Film denke, genau. In dem Octopussy ist er, 83, ja. Da ist schon so. Also KBBD wäre ein guter Mandra Korab gewesen. Wobei ich den jetzt nicht so vor Augen habe. Also Mandra Korab ist aber schon Sandokan relativ... Sandokan und Ja, genau. Und genau. Aber er ist halt schon, auch als sie sich kennenlernten, so ein bisschen, die anderen sind ja so ein bisschen zu John dazugekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. So, ne? Und die sind ja mal wieder zu begegnen. Die sind dann halt so mehr oder weniger... Schön, dass auch so einen guten Autor wie dir in solchen Momenten kein besseres Synonym einfällt. Und dass die halt erstmal so ein bisschen reinwachsen mussten in die Materie. Und das war bei Mandra anders, weil er kam dazu schon als sehr versierter Geister- oder Dämonenjäger, muss man schon sagen, der John halt noch so einiges über indische Mythologie und orientalische Mystik beigebracht hat. Und er war halt immer so der Mann für John, und wenn es um solche Geschichten ging. Und wenn wir über die Gespensterkrimis sprechen, dann sprechen wir ja auch über eine Zeit, wo es in den Romanen zumindest noch gar nicht um das Kreuz und so weiter ging. Das war dann noch gar nicht Thema. Mm. Das heißt, John hatte auch noch gar nicht so viel an Waffen und so weiter. Und nach seinem ersten Auftritt in das Höllenheer, danach war erstmal lange Zeit Ruhe. Und dann wurde er nur erwähnt in Dr. Tods Höllenfahrt, in dem 24. Gespensterkrimi. Und dort bekommt John Sinclair am Anfang ein Päckchen mit einem silbernen Nagel. Der hat so einige mystische Zeichen. Ja. Und dieser silberne Nagel, der hat in dieser Folge oder in diesem Roman, erfüllt er die Funktion des Kreuzes, weil er ihm hilft, gegen Dr. Tods Bann den zu brechen. Und als Dr. Tod dann den Turm runterstürzt, tötet er sich ja mit dem silbernen Nagel. Mhm. Da er dann später bei seiner Wiedererweckung, beziehungsweise als es dann um Asmodina ging, da ja noch mal eine Rolle spielt. Und dieser Nagel, wie gesagt, der stammt von Mandra Korab. Also John hat von Mandra Korab sehr viel gelernt. Aber so die magische Kreide zum Beispiel stammt auch das Rezept stammt auch von ihm. Also er ist kein Lehrmeister, aber schon eine Art Mentor durchaus für John. Und von welchem Cover redest du, wenn du sagst, es gibt ein schönes Cover, wo er drauf ist? Ich habe einen Roman über Mandra geschrieben, oder mit Mandra, muss man sagen, der Monstermensch von Singapur. Ja. Das ist Band 2075. Ihr seht ihn gerade im Bild. Ja, und dieses Cover ist gemalt von Nestor Taylor, einem argentinischen Maler, der eigentlich viel für Matrix malt, für die andere Bastei-Serie. Für die Serie, für die du auch viel schreibst, ja. Und der hat Mandra Korab auf diesem Cover auch verewigt. Ne? Und so, wie du ihn hier vorstellst? Genau so, wie ich mir vorstelle. Das ist für mich der Mandra Korab. Wunderbar. Also Mandra Korab immer noch, also wirklich eine Figur aus den ursprünglichen Sinclair-Abenteuern, noch Gespensterkrimi, aus der Frühzeit, kann man sagen. Ja. Und immer noch da, immer noch aktuell gesprochen. Und bevor du jetzt wir kennen uns, ich kenne dich, ich weiß ja, was gleich kommt. Gesprochen in den Hörspielen wird Mandra Korab von meinem lieben Freund Dirk Hardegen. Und es macht Dirk ganz fantastisch, finde ich. Der ist ich habe mit Dirk halt auch schon zusammengearbeitet. Also ich habe, da ich nebenbei, neben diesem John Sinclair Night Talk, ja auch noch einen anderen Beruf habe, so nebenbei mal so eben so. Nein, ich spreche auch manchmal bei Hörspielen mit, und ich habe mit Dirk auch bei 2 oder bei 3 Hörspielen gearbeitet, bei ihm in Fulda. Und ist eine ganz tolle, sehr, sehr prägnante Hörspielstimme. Ja, also ich finde ihn wirklich, also man muss ja dazu sagen, dass Mandra Korab zum Beispiel in den Tonstudio Braun Hörspiel nie drin vorkam. Warum eigentlich nicht? Weil das zu der Zeit, wie gesagt, da war ja eine lange Pause. Also der Gespensterkrimi mit ihm ist einfach nicht vertont worden, Punkt. Und danach war ja eine lange Zeit Ruhe. Also das heißt, bis zu diesem einen Roman, ne, über Invasion der Höllenkäfer, der dann auch nicht vertont wurde. Und danach kam ja erst in diesem Taschenbuch Die Todesgöttin wieder. Ja. Und dann, und da sind die Tonstudio Braun-Geschichten gar nicht mehr drin hingekommen, einfach weil sie noch nicht so weit in der Serie fortgeschritten waren. Mandra Korab wurde dann um die 300er Bände. Da waren die Romane, da war er in den Romanen sehr stark vertreten. Als es darum ging, er hat ja auch eine bestimmte Art von Waffen, er hat nämlich 7 magische Dolche. Das wäre jetzt die nächste Frage von mir gewesen. Genau. Was hat Mandra Korab für Waffen? Das sind so seine Standardwaffen, 7 magische Dolche, die der Gott Vishnu aus den Armen sterbender Dämonen geschmiedet hat. Also das ist wirklich sehr indische Mythologie. Mhm. Und diese Dolche, die haben halt auch, die haben auch einen eigenen Roman gekriegt. Genau. 7 Dolche für den Teufel. Ja, und die sind ja dann auch von der Edition 2000 dann vertont worden. Ja. Die hat Lucifer dann gestohlen und auf der Erde verteilt. Das ist aber auch ein Drecksack, dieser Lucifer. Die lässt auch immer wieder was einfallen.
hier mitgehen lassen, die 7 Dolche für den Teufel da. Und das war dann halt so eine kleine, wie soll man sagen, so eine kleine Quest, dass sie dann halt durch die Welt jetten mussten und diese Dolche wieder einsammeln mussten. Und die haben halt, das habe ich dann später auch so ein bisschen mit reingebracht, die haben eine schwarze Klinge und blutrote Griffe. Und ich habe das dann so ein bisschen, auch um das zu erklären, warum es eigentlich 7 sind. Mhm. Ne, wenn du die in so einen Dämon reinstichst, ne, dann entziehen sie ihm quasi die schwarze Kraft. Und je stärker der Dämon ist, desto mehr Dolche musst du in ihn reinrammen, um ihn zu töten. Also aber 7 ist natürlich auch die Zahl einfach. Das ist auch einfach die Zahl. Ne? Und, also 7 ist einfach die magische Zahl. 7. Und wir haben jetzt einer der Romane, wo sie den Dolch suchen, ist ja die Satanszwerge von Sylt. Die Satanszwerge von Sylt. Stimmt, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, den Roman. Das ist... Aber wir haben vielleicht das Cover gerade einge... Dünen oder was? Wo kommen die her? Ja, tatsächlich. Nein! Das Cover. Muss ich unbedingt lesen. Aber es gibt einfach so manchmal Romane, gerade bei Sinclair, wo ich sagte, allein aufgrund des Titels muss ich diesen Roman jetzt lesen. Aber wo ich nochmal drauf hinaus wollte, ist halt der Titel, die 7, also mit den 7 Dolchen, wo dann halt auch diese Dolche abgebildet sind. Und dieses Cover oder die Dolche kommen ja einfach auch aus der Szene aus dem Film Das Omen, wo es auch um diese 7 Dolche ging, die in bestimmten, so in diesen Satansjungen reingesteckt werden mussten. Und danach ist das natürlich, daran ist das ein bisschen angelehnt. Damien, der Satansjunge. Ja. Genau. Auch da wieder, ne? Auch ein schönes Crossover in eine andere Horror- Popkultur. Man muss ja einfach sagen, auch damals die Cover, auch die Zeichner und so weiter, die haben sich ja viel von den Horrorfilmen der 60er, 70er, 80er Jahre inspirieren lassen. Ich meine, wie oft war Christopher Lee auf dem Cover drauf? Das könnte man heute rechtlich gar nicht mehr machen. Ja, da gab es einiges. Aber Mandragora, was ist die Verbindung mit Ibon? Wir haben im John Sinclair Talk noch gar nicht so viel über Ibon gesprochen. Ja, die Verbindung war, dass als diese 7 Dolche dann verteilt worden sind, sind sie halt nicht nur auf der Welt, ich sag mal, versteckt worden. Also Lucifer hat sie dann... Auf unserer Welt? Ja, genau. Also Lucifer hatte ja immer so einen bestimmten Diener gegeben. Hier, passt drauf auf. Ne, damit, also er hat die dann also an verschiedenen Orten versteckt. Ja. Und unter anderem so hat er ihm das dann auch gesagt. Hier, passt drauf auf. Ne? Nicht, dass du das verlierst. Wie Lucifer halt. Ne? Wir kennen ihn so. Ja. Einfach mal so. und 2 von diesen Dolchen sind halt nach Ibon gekommen. Und Ibon hat eine besondere Bewandtnis in der Serie, weil damit ist halt... es wird halt so umschrieben als das Paradies der Druiden. Das ist so ein bisschen angelehnt an Shakespeare. Und, aber es ist Sturm, halt... oder? Was ist Mitternachtstraum. Sommernachtstraum. Ja, Sommernachtstraum. Ja, natürlich. Bei John Sinclair ist der Sommernachtstraum der Mitternachtstraum. Ja. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Ich meine, wenn du dir als Autor, wenn du dir Shakespeare anguckst, da sind auch natürlich Horrorgeschichten. Oder sag mal, Macbeth ist nichts anderes als ein Action-Grusel-Gemetzel Sommernachtstraum. Ich meine auch Hamlet, ne, und so weiter. Hamlet ist natürlich auch, klar, aber der Sturm mit Prospero als Magier, das ist schon auch ein finsterer Roman. Ja. Auch, ne? Und genau, auf jeden Fall. Aber die eigentliche Mythologie hinter Ibon ist, dass es das Fegefeuer ist. Ne? Also dass dieses Reich zwischen Himmel und Hölle, wo halt, sage ich jetzt mal, die Engel hingestürzt sind, die nicht ganz so böse wie Lucifer waren. Mhm. Und die haben sich dann verändert zu diesen Sagengestalten, wie wir sie kennen, Trolle, Feen und so weiter und leben dort. Und dieses so Zwischenreich. Genau, und dieses Zwischenreich. Oder wie wir hier in Köln sagen, Leverkusen. Aber Leverkusen ist, glaube ich, nicht eingeteilt in eine gute und eine böse Hälfte. Doch, Opladen und der Rest. die rechte Seite der A3 und die linke Seite der A3. Ach so, je nachdem, von welcher Richtung du kommst. Und, schönen Gruß nach Leverkusen. Alles lieb gemeint hier. Ich bin nicht böse oder so. Ja, ich war noch nie in Leverkusen. Ich bin gleich. Doch, muss man mal machen. Ja. Es gibt einen Ort im Schwarzwald, St. Georgen. Ganz schöner Ort. Das ist auf der Deutschen Uhrenstraße. Aha. Muss man dazu sagen, Deutsche Uhrenstraße. Ja. In St. Pauli gibt es die Deutsche Hurenstraße. Und da gibt es einen Ort, der heißt St. Georgen. Auch ein kleines Theater. Ganz schön, schönen Gruß. Und wenn du durch den Schwarzwald fährst und kommst in diese Stadt, denkst du, was ist denn hier passiert? Wieso ist denn hier alles so modern und so komisch? Also gar nicht so Schwarzwald pittoresk und so. Und diese Stadt ist Ende der 60er Jahre modernisiert worden, nach Vorbild der damals in Deutschland modernsten Stadt. Aha. Und das war Ende der 60er Jahre Leverkusen. Deswegen sieht St. Georgen im Schwarzwald heute so aus wie Leverkusen 1968. Aber das nur nebenbei.
Und schon wieder 5 Minuten. Und schon wieder 5 Minuten Content. Unser Content-Manager freut sich. Und die Leute vom Internet denken, von was redet dieser Zwerg? So, Aibon. Von Leverkusen nach Aibon. Genau, wie gesagt, das Fegefeuer eingeteilt in eine gute und eine böse Hälfte. Ne? Die gute Hälfte, das ist so ein bisschen paradiesisch angehaucht, ne? Mit grünen Wäldern und Feldern und so weiter. Und die Elfen schwirren dort herum. Und die böse Seite ist halt trist und eine Geröllwüste. Und dort regiert der böse Druidenfürst Gaivano. Mhm. Und der hat halt diese Dolche im Auftrag von Lucifer an sich genommen. Und muss natürlich, also Mandra Korab und John Sinclair, die stoßen dann mit Hilfe der Atlanta in dieses Reich vor, um die Dolche zurückzuerobern. Ne? Wir reden jetzt aber wirklich von richtig, das ist jetzt richtig Fantasy. Das ist richtig Fantasy, genau. Also da ging das halt richtig los. Also sag ich mal, bei Atlantis kann man immer noch sagen, das hat halt diesen Grusel-Touch und so weiter mit dem Schwarzen Tod oder so. Aber Aibon, das ist schon richtig, wie sagt man, High Fantasy. Wenn du gesagt hast, Glender hat auf ihn ein Auge geworfen, auf Mandra Korab, hat er eine Freundin, hat er eine Familie, hat er eine Backstory? Naja, nicht so richtig. Also er ist, am Anfang ist er natürlich schon so dieser Einzelgänger, dieser Nachfahre eines Maharajas. Der hat so in seinem Palast da in Indien lebt mit seinen Dienern und den Sikhs und so weiter. Und sein Auftrag ist halt, er hat ja auch so einen Hauptgegner. Ne? Sein Auftrag ist, dass er gegen Kali und die, ihren Totenkult, die Tonks, kämpft. Die Totengöttin. Genau, die Todesgöttin Kali. Und er hat eigentlich auch, er wird zwar immer so ein bisschen beschrieben, auch als Frauenschwarm und so, wie gesagt, durch dieses große Stattliche und ein bisschen exotisch angehauchte. Wir sprechen ja auch hier auch immer noch über die 70er, 80er. Ne? Und Da ist natürlich klar, wenn du so eine Figur hast, dann gibt es natürlich automatisch Klischees. Da kommt man, glaube ich, nicht drum rum. Ja. Und auch wenn wir jetzt über Glender sprechen, das war halt immer so ein bisschen so dieses, wäre so ein kleiner Running Gag, ne? Wenn Mandra Korab in London zu Besuch war und ging ins Büro und Glender dann huhuhu. Ne? Naja, ich meine, John braucht ja auch ein bisschen Konkurrenz, was Glender angeht. Der muss ja auch eifersüchtig werden. Ja, und dann richtig. Ne? Und das war auch eigentlich mal ganz nett dann. Ne? Und dass John auch nicht so dieses, ich kann es mir ja leisten, die laufen mir alle hinterher, sondern es gibt halt auch andere, wo sie sagen, Mensch, da reflektiere ich aber auch drauf. Und Mandra Korab, wie gesagt, es wurde halt immer gesagt, dass er schon Frauenheld ist oder ein Frauenschwarm. Und das wurde aber nie so thematisiert, bis in den neueren Romanen. Also John Sinclair und Zuko hatten halt einen Fall in Indien und dort haben sie auch eine junge Frau kennengelernt, eine Rebelle namens Narina. Und die ist dann später auch bei Mandra Korab geblieben, allerdings eher so als sein Mündel. Ne? Er hat sie dann aufgenommen und hat sie jetzt, ich habe das wieder aufgegriffen in den neuen Roman. So wie Robin und Batman. Genau, und er bildet sie aus und später kam dann nämlich hinzu, dass er, das ist so ein bisschen angelehnt an den Monstermenschen von Singapur, von dem über den ich gesprochen habe. Und da gibt es nämlich, in Singapur gab es auch eine Enklave von Tigerfrauen, die damals dort gestrandet sind. Und jetzt sag mal bitte den Titel. Wenn wir über Tigerfrauen sprechen, weil es ist einer der großartigsten Titel in der gesamten John Sinclair. Das ist der Folgeroman, glaube ich, auf den du jetzt hinauswirst. Der Roman, wo sie das erste Mal auftreten, ist Der Feind meines Feindes. Und später, da wird Mandra Korab von denen quasi angeworben, um denen zu helfen gegen Phorkys. Sag den Titel. Dann sich rächen will an den Tigerfrauen und es kommt nämlich zu dem denkwürdigen Roman, der folgenden Titel trägt, den ich jetzt nämlich ankündige. Phorkys hetzt die Tigerfrauen. Groß, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, erst Porkys hetzt die Tigerfrauen. Es handelt sich nicht um den Film, um den Teenie-Film aus den 80er Jahren. Phorkys, wer war denn Phorkys? Phorkys ist der Vater der Ungeheuer aus der griechischen Mythologie. Hätte man das nicht so schreiben können? Der Vater der Ungeheuer der griechischen Mythologie hetzt die Tigerfrauen. Aber das mit den hetzt die Tigerfrauen, das ist doch so 60s, 70s. Aber genau deswegen wollte ich den machen. Genau deswegen wollte ich diesen Titel haben. Ich habe gesagt, Mensch, du hast ja auch mal hier Der Feind meines Feindes und so weiter. Das klingt natürlich immer schon. Der Feind meines Feindes, das ist seriös. Das ist, ja. Ne? Klar, so. Und deswegen wollte ich halt wirklich auch mal einen Titel haben, der auch mal so richtig rein in die 60er. Weißt du, ob so diese Romane sich
besser verkaufen oder besser ankommen oder hast du da oder ist dir das egal? Oder machst du das, weil das zum Inhalt Spaß passt? Mache. Zum Spaß. Das wollte ich wissen, ob das zum Inhalt passt oder zum Spaß. Zum Inhalt passt es natürlich auch. Also ich mache das jetzt einfach nicht nur irgendwie. Naja, aber es hätte ja sein können, dass das jetzt wirklich so ein Roman ist, wie so, haha, hallo, knickknack, zack, zack und so weiter. Nee, der Roman selber schon ernsthaft. Okay. Ne? Ja. Nee. Also, aber der Roman, also der, aber der Titel, ich meine, das hatten wir ja schon immer, auch in anderen diversen Heftromanserien. Ne, dass man auch mal einen Titel hat, der so ein bisschen drüber ist oder so. Ne? Also das ja, gehört, sag ich mal, ein bisschen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare euren Lieblingstitel, bitte, von Sinclair. Also jetzt der Titel, der so abgedreht. Wir reden immer, mein Lieblingstitel ist und bleibt Schreiben nicht die Schatten fressen. aber da gibt es natürlich auch noch den Zombie-Bus und was weiß ich, ist noch alles. Gefällt dir noch spontan einer ein? Der russische Rambo. Der russische, gab's das wirklich? Ja. Unfassbar! Schreibt uns das bitte rein in die Kommentare. Bitte, bitte, bitte. Jetzt habe ich es gesagt. Mandra Korab, es gab noch einen anderen indischen Sidekick. Ja, Moment, aber ich war noch nicht fertig. Ja, ich komme noch drauf. Wir machen gleich den Sack zu. Okay. So. Ja. Aber bevor wir den Sack zu machen, müssen wir kurz mal über Rani Mahal reden. Natürlich, Rani Mahal taucht auf in nicht bei John Sinclair, sondern bei Macabros, bei Dan Shocker. Also Dan Shocker und Jason Dark waren befreundet. Ne? Herr Grasmück und Herr Relegert, ne, haben mich immer vorgestellt, wie sie sich anrufen. Shocker, Dark. Ist auch ein indischer Geisterjäger, ein indischer... Indischer, kann man schon sagen, Dämonenjäger. Ne? Dämonenjäger, oder, ja. Er ist ja erst der Nachfahre, auch der Xanthilonia. Ne? Das ist, war ja dieser Aufhänger. Ach, das ne? siehst du. Das Blut von Xanthilon fließt in ihm. Siehst du, gut, dass du dich nicht nur bei John Sinclair auskennst, sondern auch da. Ist das, weil wir haben über Klischees geredet und so weiter, sind diese beiden Figuren vergleichbar, bis auf dass sie wirklich den gleichen kulturellen Ursprung haben? Ja, das ist, man muss ja einfach dazu sagen, das ist ja diese Zeit, wir haben ja eben schon mal kurz angerissen, das waren so diese Figuren, die so ein bisschen exotischer waren. Bei Zuko war es ja nichts anderes. Die haben halt immer diesen Nimbus des Geheimnisvollen gehabt. Ja, ja, ja. Und das heißt, die haben jetzt irgendwie was mit indischer Mythologie zu tun. Ne? Und dann kommen die halt immer in irgendwelchen Situationen mit irgendeinem Fachwissen und ein Geheimwissen raus. Ne? Und da sind die natürlich schon sehr ähnlich. Ne? Aber kann man nicht mal ein Crossover machen, Rani Mahal und Mandra Korab zusammen? Problem ist ja immer mit Crossovern oder sowas, was macht man später dann mit der Figur, wenn sie eigentlich schon in dem Universum drin ist? Ja, ne? Aber es könnte doch ein Standalone sein. Es könnte doch so wie bei Marvel What If, ja, diese Serie, die im Moment läuft, ja, diese großartige Animationsserie, dass man einfach mal sagt, vielleicht mal Fanfiction. Das ist auf jeden Fall möglich. Ne? Ich meine, auch vielleicht für eine Podcast-Geschichte. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Ja, also ich will das mal anregen. Aber wie gesagt, Rani Mahal, du warst noch nicht fertig mit. Ja, genau. Also wir hatten ja drüber gesprochen, ob Mandra Korab so ein Love Interest hatte. Und den hat er denn in den Tigerfrauen gefunden, nämlich in der Anführerin der Tigerfrauen, in der Herrin Benazir. Ja. Und Benazir war halt im Prinzip eine Wehrtigerin, eigentlich vom Grundsatz her eine Gegnerin, weil sie ja früher auch eine Dienerin von Asmodina war. Mhm. Und die sind ja dann so ein bisschen in der Luft hängen geblieben, als Asmodina dann vernichtet wurde und hatten ja dann in Singapur sich dort niedergelassen, haben dort ihr eigenes Bordell gegründet. Und als Phorcys da... Und als Phorcys dann dort aufgeräumt hat, da sind die dann halt versprengt worden. Ja, und hat dann... so eine Serie gehabt, die räumen aufräumen im Bordell. Und die sind dann halt, und die haben, als sie dann vogelfrei waren und die Überlebenden, sind dann nach Indien geflohen und haben dort bei Mandra Korab im Prinzip Asyl beantragt und sind dort bei ihm untergekommen und dann haben diese beiden sich gefunden. Also ich hätte nicht gedacht, dass Mandra Korab eine Figur ist, bei der mir so der Kopf raucht. Das ist ja wirklich großartig. Das ist ja der Hammer, was da an Nebengeschichten und Sachen noch so passieren. Und Benazir hat auch eine Tochter, die Sephaya. Es geht noch weiter übrigens. Ja. Ne? Die hat eine Tochter. Die Halbchinesin und die hat sich jetzt so ein bisschen in Narina, also in seinen Mündel dann verguckt. Okay, cool. Ja. Also Mandra Korab wird uns noch eine Weile beschäftigen, glaube ich. Ja. Es ist tatsächlich so, also jetzt ist ja auch schon wieder lange her, dass ich über ihn geschrieben habe, die Zeit rast halt und man wird den einzelnen Figuren teilweise gar nicht so gerecht, wie man es gerne würde. Ne? Also man denkt dann schon wieder, oh, jetzt ist schon wieder ein Jahr hin und kein Mandra Korab war dabei. Ne? Aber Mandra Korab ist schon eine Figur, die einfach auch Spaß macht. Er kommt wieder. Mandra Korab will return. Gibt es sonst noch was Interessantes von Mandra Korab? Bestimmt eine Menge, aber im Moment, glaube ich, haben wir alles soweit erstmal erzählt, was wichtig ist. Wir werden nochmal irgendwann mal später nochmal in einem weiteren Personalakten
John Sinclair Night Talk drüber reden. Das Einzige, aber das ist vielleicht schon so ein bisschen, ne? Manra Korab hatte eine Begegnung in den 300er-Bänden mit einem Dämon, der sich sinnigerweise das Fratzengesicht nannte. Und dieses Fratzengesicht hat ihn verbannt in eine Holzplanke, sodass Manra Korab ein Jahr lang bei John im Wohnzimmer im Kleiderschrank stand. Und damit beenden wir den John Sinclair Night Talk mit Florian Hilleberg, mit Ian Rolf Hill über Manra Korab. Also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Also mit dem Schluss, also das ist, wow. Ja, warum nicht mal sich eine Holzplanke in den Schrank stellen. Mit dem besten Freund. Er hätte ja auch was anderes damit machen können. Er hätte ja auch irgendwie so als ich hätte es als Pinnwand genommen. Irgendwie sowas, genau. Aua, John, was soll das denn? Florian, war wieder ein großes Vergnügen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Teilen und fürs Gucken. Und danke an euch und bis bald. Und angenehmes Gruseln allerseits.